Wiesbaden Hauptbahnhof. Der wichtigste Bahnhof der hessischen Landeshauptstadt wurde 1906 eröffnet und wird täglich von etwa 250 Zügen angefahren. Doch aktuell läuft die Zeit hier anders. Denn irgendwie ist wenig los. Schauen wir doch mal im DB-Navigator, was so fährt. Gibt es etwa eine Sperrung? Nein, die DB belehrt uns eines Besseren. Streckensperrung! Und was ist der Grund? Eigentlich eine gesperrte Straße, nämlich die A66. Die Salzbachtalbrücke, seit Jahren marode und eine Dauerbaustelle, ist seit dem 18. Juni 2021 ungeplant etwas tiefer gelegt. Und da sie leider fast sämtliche Wiesbadener Einfahrgleise überquert, geht aktuell fast nichts mehr. Google kommentiert das recht amüsant. Schauen wir uns an, was aktuell noch fährt. Die Lenchesbahn nach Niedernhausen zweigt vor der Brücke ab, überquert die anderen Gleise und ist normal befahrbar. Auch die Verbindung der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main mit Wiesbaden ist offen, wird aber nicht genutzt. Fernverkehr gibt es aktuell keinen in der Hauptstadt. Neben den überfüllten Linienbussen der SW und Mainzer Mobilität gibt es Schienenersatzverkehr der DB nach Wiesbaden-Ost sowie Kastell, der Vias nach Biebrich und der HLB nach Mainz Hauptbahnhof. Mit letzterem kann man übrigens eine schöne Landeshauptstadtrundfahrt machen. Was passierte eigentlich mit Zügen, die gerade in Wiesbaden waren, als die Brücke gesperrt wurde? HLB und Vias befreiten ihre eingesperrten Fahrzeuge einfach und schnell. Erstere über die Schnellfahrstrecke, die über den Abzweig Breckenheim ja noch erreichbar ist, letztere mit Hilfe ihrer eigenen Dieseltriebwagen über die Lenchesbahn nach Niedernhausen. Unterdessen erklärt die DB, es seien nur 7 S-Bahnen eingeschlossen und diese würden nicht dringend benötigt. Von anderer Seite hört man von 10 bis 17 Bahnen und in der App liest man nur... Lesenswert sind übrigens auch die Rezensionen der Brücke auf Google Maps. Neben vielen nachdenklichen Kommentaren zur Verkehrspolitik liest man auch über den Unterhaltungswert. Die positiven Seiten der Situation... Vorschläge zum Sprachgebrauch, zuwendungsbedürftige Bauwerke oder eher ausschweifende Erörterungen des Themas. Wie sieht die Zukunft aus? Im August soll die Brücke gesprengt werden. Nach den Aufräumarbeiten können wieder Züge rollen. Eine neue Brücke ist mit einer sehr optimistischen Bauzeit von einem Jahr in Planung. So lange wird Wiesbaden weiterhin als Stadt des Staus, der Autos und des Verkehrschaos bekannt bleiben.